Hi, wenn du das Video hier schaust, dann hast du jetzt hinter dir dein Kind stehen und es erwartet jetzt, dass ich irgendwelche Magie wirke, um dich davon zu überzeugen, es Airsoft spielen zu lassen. Ich bin aber der Meinung, ich habe weder das Recht noch die Fähigkeiten, dir zu erzählen, wie du dein Kind erziehen sollst. Ich habe aber was anderes. Ich habe Wissen. Und zwar weiß ich, wie ein Airsoft-Spiel abläuft. Einfach, weil ich schon eine Zeit lang Airsoft spiele. Und ich dachte mir, wenn ich dir erkläre, wie Airsoft abläuft, was das überhaupt genau ist, dann hast du eine bessere Möglichkeit einzuschätzen, ob das nun was ist für dein Kind oder ob das zu gefährlich ist oder einfach, ob du das nicht möchtest, dass dein Kind das macht. Das ist ja auch absolut dann dein Ding. Kann ich nichts zu sagen. Ich habe mir hier eine kleine Liste gemacht, damit ich gar nicht durch langes Überlegen deine Zeit verschwende. Ich meine, wir haben alle viel zu tun. Und zwar erkläre ich dir jetzt, wie ein Airsoft-Spiel abläuft. Jemand hat ein Airsoft-Gelände. Das ist alles, was hier steht. Damit meine ich, man kann nicht einfach überall Airsoft spielen. Es gibt dafür spezielle Gelände. So. Dann sagt dieser Geländebesitzer also, okay, ich möchte jetzt, dass hier jemand Airsoft spielen kommt. Also geht er meistens ins Internet, es gibt da spezielle Seiten für, und sagt, hier und hier, an dem und dem Wochenende, könnt ihr gerne kommen und Airsoft spielen. Und dann, erst jetzt, kommen die Airsoft-Spieler dazu. Aber bevor sie sich noch anmelden, müssen sie natürlich noch die Spielregeln sich durchlesen. Jedes Gelände hat Spielregeln, mindestens eine komplette DIN A4-Seite. Das ist nicht einfach hier, ihr nehmt jetzt diese Airsoft-Waffen und beschießt euch damit. Nein, es gibt Regeln, viele, viele Regeln. Unter anderem, ich habe jetzt mal die wichtigsten, die für dich als Erziehungsberechtigter oder Erziehungsberechtigte vielleicht sehr wichtig sind. Ganz wichtig, wie viel Energie die Waffe haben darf. Ja? Das heißt, wenn so eine Airsoft-Waffe, die sind verschieden stark. Ja? Es gibt manche, da kommt die Kugel vielleicht nur 10 Meter weit, die sind dann von der Kirmes. Und es gibt auch die Airsoft-Waffen, mit denen dann auch oft gespielt wird, die schießen dann so 40 oder 50 Meter weit. Ja? Und da spielt auch ein bisschen die Energie die Rolle. Ich gehe schon wieder zu sehr ins Detail. Es geht auf jeden Fall darum, die haben verschiedene starke Energien. So, und es steht im Regelwerk, wie viel Energie die Waffe auf diesem Spielfeld haben darf. Gut, die Mindestabstände. Was sind denn Mindestabstände? Wow. Ich gehe jetzt Folgendes. Je nachdem, wie viel Energie deine Waffe hat, wie viel Joule deine Waffe hat, desto weiter ist der Mindestabstand. Das bedeutet, ja, wenn dein Kind da jetzt irgendwo in der Ecke hockt und da kommt jemand angeschlichen von hinten, dann darf der da nicht einfach den anderen Spieler rausschießen, wenn der zum Beispiel 5 Meter nah dran ist. Nee, dann schießen wir nicht mehr, denn wir wollen niemanden verletzen. Sondern wir sagen Bang. Einfach nur Bang. Dann sieht der Spieler, oh, du hättest mich gut abschießen können, ich gehe jetzt raus. So wird das dann geregelt. Gut, wir sind jetzt also fertig, wir haben uns da angemeldet, wir haben uns das Regelwerk durchgelesen und wir haben uns auch die Verzichtserklärung ausgedruckt. Das ist ein Blatt, da steht im Prinzip drauf, wenn ich auf diesem Gelände rumrenne und dann rutsche ich aus und hole mir eine Schürfwunde am Bein, dann ist der Geländebesitzer nicht schuld. Das steht da quasi drin in dieser Verzichtserklärung. So. Wir haben uns jetzt also angemeldet, die Regeln durchgelesen, die Verzichtserklärung ausgedruckt und unterschrieben, damit wir die dann abgeben können, sobald wir da ankommen bei dem Spielfeld. Jetzt ist der Tag gekommen, wir fahren dahin und oh, schon wieder geht es nicht weiter. Und zwar müssen alle Airsoft-Waffen in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden. Das ist nicht einfach, ja, ich schmeiß meinen Kram in den Kofferraum und los geht's. Nein, ich brauche tatsächlich eine Tasche. In diese Tasche tue ich dann meine Airsoft-Waffe. Ohne Akku und Kugeln. Und dann muss ich diese Tasche abschließen mit einem Schloss.
Ja. Es ist einfach so, dass diese Airsoft-Waffen aussehen wie echte Waffen. Sie machen den Anschein von echten Waffen. Also sind es Anscheinwaffen. Und damit nicht irgendein Polizist denkt, oh mein Gott, der hat da Waffen im Kofferraum liegen, das ist ganz gefährlich. Deswegen müssen die in einem verschlossenen und nicht transparenten Behältnis transportiert werden. Wir sind immer noch nicht zum Spielen gekommen und wir haben schon ganz schön viele Regeln hinter uns. Aber es geht immer noch weiter. Wenn wir jetzt bei diesem Airsoft-Gelände ankommen, wir müssen in einem besonderen Zeitrahmen ankommen. Meistens ist das von 9 Uhr bis 10 Uhr. Denn wenn man früher oder später da ist, kommt man nicht aufs Gelände. Was ich vorhin sagte, das Gelände muss abgeschlossen sein oder zumindest so gesichert sein, dass da nicht einfach jeder drauflaufen kann. Das heißt, wenn man dann online sein Gelände anpreist, sagt man auch, ihr dürft nur morgens von 9 Uhr bis 10 Uhr da rein. Ja, also wenn du da angekommen bist und zu früh bist, dann wartest du, bis es 9 Uhr ist und erst dann wirst du reingelassen. Ja, hi, wir sind hier mit Mario und Dave und Muffin. Ja, und wir sind jetzt hier vor The Base quasi. Ja. Eine Stunde vor offiziellen Einlassbeginn. Ja, immer früh da sein. Immer früh, genau. Besser ist das. Und ja, und es stauen sich jetzt schon langsam die Autos. Da sieht man ein paar und da hinten auch noch. Und die Tore werden aber erst in einer Stunde aufgemacht und jetzt sind schon so viele da. Wenn du dann auf diesem Gelände bist, dann meldest du dich bei der Orga. Was ist denn jetzt schon wieder die Orga? Auf einem Gelände, Airsoft-Gelände, gibt es dann immer die Leute, das Team oder der Geländebesitzer, die jetzt auf diesem Gelände dieses Spiel veranstalten, die sorgen dafür, dass alle Regeln eingehalten werden und die sorgen auch dafür, dass nur die Spieler da spielen, die sich auch angemeldet haben. Wir haben ja vorhin gesagt, man meldet sich online an. Nachdem man sich angemeldet hat, speichern die Geländebesitzer diese Anmeldung. Und dann, wenn die Spieler da sind, wird das überprüft. Jeder Spieler muss dann einmal sagen, hier bin ich. Er bezahlt dann vielleicht noch 15 oder 15 Euro, je nach Gelände. Dann wird das verglichen und wenn du da nicht draufstehst, dann wird erstmal geguckt, hey, wer bist du denn eigentlich? Wieso hast du dich nicht angemeldet und alles? Und im schlimmsten Fall darf man dann auch nicht spielen, wenn man sich da nicht angemeldet hat vorher. Also nochmal, Christian Wasch. Ja. Aber du hast mich ja schon unter Mad Dog eben gefunden, oder? Bei BK. Ja. Die reinlichten sich. Die reinlichten sich. So, auch eins? So, perfekt, dankeschön. Wenn man sich aber online richtig angemeldet hat, dann sagt man einfach, hallo, ich bin der und der. Und dann guckt er in seiner Liste, ja, hier bist du, macht ein Häkchen dran, gibt dir ein Armband oder irgendeine Markierung, damit man sieht, dass du bezahlt hast. Und dann erst werden die Airsoft-Waffen und die Ausrüstung entsprechend ausgepackt und man fängt an, sich seine Weste anzuziehen und vielleicht seine Airsoft-Waffe soweit bereit zu machen, alles, was man machen möchte. Was noch sehr wichtig ist, ist die Schutzbrille. Diese Szene hier drehe ich gerade nach. Ich habe das Video schon komplett fertig aufgenommen und jetzt ist mir eingefallen, dass ich das mit der Schutzbrille gar nicht gesagt habe, weil das für mich als Airsoft-Spieler schon komplett dazugehört. Deswegen habe ich das vergessen. Die einzige Verletzung, die bei Airsoft wirklich entstehen kann, ist, wenn eine Kugel das Auge trifft, weil das kann wirklich das Auge kaputt machen. Da verschönere ich auch nichts. Ich bin hier komplett ehrlich. Und deswegen ist eine Schutzbrille, die man überall in Airsoft-Shops kaufen kann, einfach nur Schutzbrille eingeben, ihr werdet sehr viele Möglichkeiten finden, ist absolut essentiell. Okay, das ist kein vielleicht oder das ist kein kann man mal machen. Eine Schutzbrille gehört so dazu wie die Klamotten. Ja. Wer auf einem Airsoft-Spiel rumläuft ohne Schutzbrille, der wird so angeguckt, als ob man gerade komplett nackt durch die Stadt läuft. Also absolut wichtig, Schutzbrille, die ist immer dabei. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und es ist absolut verboten, überall auf jedem Airsoft-Gelände diese Brille im Spielfeld abzuziehen. Auch wenn die beschlägt. Die muss aufbleiben, also falls sie beschlägt. Es gibt spezielle Zonen. Es gibt eine sogenannte Safe Zone, eine Zone, in der nicht geschossen werden darf. Nur dort darf diese Brille abgenommen werden. Okay, aber es geht immer noch nicht los.
denn die Airsoft-Waffen werden überprüft. Nachdem man sich angemeldet hat und seine Airsoft-Ausrüstung angezogen hat und auch seine Airsoft-Waffe schussbereit gemacht hat, dann geht man zu einem sogenannten Chronographen. Die Airsoft-Gelände haben dann irgendwo eine Station aufgebaut, wo sich jeder einzelne Spieler anmelden muss. Also nicht anmelden, wo jeder einzelne Spieler hingehen muss. Und dann schießt er durch so ein kleines Röhrchen von so einem elektronischen Gerät. Und dann wird das nachgemessen. Dann wird nachgemessen, dass keine der Waffen die Stärke überschreitet, die in den Regeln steht. Es ist nicht einfach so hier, ja, jeder schießt da mit seiner Airsoft-Waffe irgendwie. Nein, nein, wir sind schon so, wir Airsoft-Spieler, dass wir darauf achten, dass alles ordnungsgemäß abläuft. Wenn dann festgestellt wurde, dass die Airsoft-Waffe okay ist, dann wird auch die markiert mit einem Kabelbinder oder Klebeband, was eine spezielle Farbe hat. Und erst dann darf man mit dieser Airsoft-Waffe spielen. Was gleichzeitig da dann teilweise auch noch kontrolliert wird, ist, ob die Kugeln, ja, mit denen man spielt, das ist auch noch was, was im Regelwerk steht. Es gibt biologisch abbaubare Kugeln und es gibt Plastikkugeln. Auch das wird kontrolliert. Nicht, dass da jemand dann mit Plastikkugeln rumschießt. Und was noch eine wichtige Sache ist, ist das Death Rack. Das ist eine Warnweste, die du rausholst, wenn du getroffen bist. Ja. Ich halt einen an die Suche. Ja, die können lange durch. Sehr gut, den Bios. Alles safe. Gut, Death Rack. Was ist denn die? Death Rack, dann Hit. Ach so. Wenn du Hit bist, dann einmal laut schreien. Mit der Weste wackeln. Jawohl, sehr gut, okay, dann kannst du rein. Kron weiter geradeaus, ne? Bei uns basiert das komplett auf Fairness. Das heißt, wenn du getroffen bist und das selber merkst, dass da irgendwie so dich was trifft, dann musst du sagen, ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ab diesem Zeitpunkt darfst du auch nicht mehr mit deinen Mitspielern reden. Zum Beispiel, oh, der mich gerade abgeschossen hat, der sitzt da ganz da vorne. Das ist nicht mehr erlaubt. Und dann holt man dieses Tuch raus, weil wir haben ja keine Farbe. Das heißt, wenn ein Gegenspieler dann jemanden sieht, der einfach so rumläuft, dann weiß der nicht, ist der jetzt getroffen oder ist der nicht getroffen. Deswegen haben wir diese Warnwesten dabei, die kann man sich dann anziehen, wenn man getroffen ist, und dann wird nicht mehr auf einen geschossen. Und es wird halt kontrolliert, dass jeder dieses Tuch dabei hat. Okay, jetzt haben wir diese ganzen Kontrollen hinter uns und dieses Anmelden und alles so. Und es geht immer noch nicht los. Ja, was ich sagte, es ist nicht einfach so mal eben. Jetzt gibt es erstmal das Briefing. Das Briefing ist nochmal eine letzte Gelegenheit für neue Mitspieler oder für alle Mitspieler, Fragen zu stellen. Denn bevor es dann losgeht, kommt die Orga, was ich gerade sagte, die Leute, die da Bescheid wissen, was passieren soll und so weiter. Die stellt sich dann in die Mitte und sagt, komm, Briefing. Und dann kommen alle 20, 30 Spieler, stellen sich im Halbkreis um diese Person. Und dann sagt die Orga, was jetzt gemacht wird. So nach dem Motto, ja, hier und hier, das wird jetzt gespielt. Hat noch irgendjemand Fragen? Und dann kann man noch mal letzte Fragen klären. Wenn man noch irgendwas wissen möchte, fragt man dann einfach. Und dann sind wirklich alle Unklarheiten beseitigt. Dann geht's erst los. Dann stellt man sich, dann werden die Teams eingeteilt, dann sagt man, ja, hier zwei Teams, dieses Team hier kriegt jetzt Armbinden, sodass man auch weiß, wer zu wem gehört. Und dann wird gesagt, dieses eine Team startet an der Seite des Geländes und das andere Team startet an der Seite des Geländes. Gut, wir sind jetzt also beim Spielen angekommen. Endlich. Während man jetzt aber da rumrennt, ja, und versucht, Flaggen zu erobern oder was weiß ich, es gibt da viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Airsoft spielen kann. Aber während man da durch die Gegend rennt, gibt es noch sogenannte In-Game-Marschalls. Das sind Leute von der Orga, die dann zum Beispiel auch nochmal dieses elektronische Gerät, dieses Chrono dabei haben. Und die passen erstmal auf, so, die gucken immer so ein bisschen, man weiß nicht unbedingt, dass die zur Orga gehören. Ja? Die gucken dann einfach bei den Spielern ganz unauffällig, ob die wirklich diese Markierung an den Waffen haben.
diese Markierungen, von denen wir vorhin gesprochen haben, dass die auch wirklich die Energie überprüft haben. Diese Ingame-Marshals gucken dann, ob das so ist. Ja, kann ja auch sein, dass vielleicht irgendjemand durch Zufall seinen Kabelbinder verloren hat. Wenn die dann jemanden treffen, der keinen Kabelbinder hat, dann sagen die, Moment mal, zeig mal her da. Und dann wird da nochmal vor Ort, diese Geräte sind akkubetrieben, nochmal nachgekront und geschaut, wie viel Energie die Waffe hat. Und wenn die Waffe dann zu viel Energie hat und der damit gespielt hat, ohne dass der vorher beim Kronen war, dann gibt es richtig Ärger. Also richtig. Es kann so weit gehen, dass die Leute eine Anzeige bekommen. Und wir waren ja auch vorhin beim Anmelden, was online passiert. Solche Leute werden dann sofort gesperrt. Die können sich nicht mehr dort anmelden. Spätestens, wenn sie sich angemeldet haben und da aufkreuzen, sieht man dann, oh, das war der Spieler, der hier mit einer Waffe gespielt hat, die er vorher nicht gekront hat. Der darf hier nicht mehr spielen. Dann wird er wieder weggeschickt. In Ordnung. Und nach dieser ganzen Geschichte schlage ich jetzt, falls du so auf der Kippe bist und überlegst, okay, es sind ja doch recht viele Sicherheitsmaßnahmen, vielleicht lasse ich mein Kind das ja mal ausprobieren. Dann habe ich jetzt noch eine Idee, die ihr beide vielleicht gut findet. Und zwar gibt es auf dem Gelände Area M die Möglichkeit, dass man sogenannte 0,5 Joule Beginnertage hat. Das bedeutet, du kannst an diesen Tagen dahin fahren. Absolut alle Waffen haben eine sehr niedrige Energie. Diese 0,5 Joule Tage sind extra solche Anfängertage. Und Eltern spielen gratis mit ihren Kindern an diesen Tagen. Area M habe ich unten in die Beschreibung verlinkt. Und da kann man sich anschauen, an welchem Datum das ist. Die Adresse ist auch da. Und dann, falls du noch nicht überzeugt warst, könntest du ja zusammen mit deinem Kind da dann einfach hinfahren an so einem Tag. Ja? Und dann schaut euch das einfach an. Waffen kann man leihen, Airsoft-Waffen. Man braucht nichts. Vorher eventuell nachfragen, ob die da Schutzbrillen verkaufen oder ausleihen. Das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Im Notfall müsst ihr euch eben noch eine Schutzbrille kaufen, aber preislich sind die im Rahmen. Welche Schutzbrillen gut sind, dazu gibt es viele, viele, viele Videos. Ich hoffe, ich war in der Lage, euch Airsoft so ein bisschen näher zu bringen und jetzt könnt ihr euch ein besseres Bild machen, ob das was für euch ist oder eher nicht. Oder für euer Kind, besser gesagt. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, es kann auch gut sein, dass ich vielleicht noch wichtige Dinge vergessen habe, einfach in die Kommentare packen. Ich werde schauen, ob ich die ein oder andere Frage noch beantworten kann. Für mich war es das jetzt. Wunderschönen guten Tag noch. Muffin out. Und? Hätte ich fast vergessen, aber ich denke dran. Der Fabio, der unterstützt mich auf Patreon zusammen mit noch 6 anderen Jungs und ich bin euch echt dankbar. Das war's jetzt aber. Muffin. Jetzt bin ich wie diese Beauty Queens, die ihre Hunde, die kleinen Chihuahua-Ratten, wie die als Clickbait benutzen. Sexy YouTuber mit süßer Katze. Ja. Toll. Okay, dann mache ich halt mit dir weiter.